Are you ready for this? Einige von euch kennen mich wahrscheinlich schon als Bodyformers, Entrepreneur, Extraordinary, Starting von der Kugel, immer noch Harry. Okay, reicht jetzt. Ich bin auf jeden Fall immer noch der Gleiche, mit einfach nur ein paar mehr Nullen auf mein Konto. No cap. Dankeschön. Aber kennt ihr das vielleicht? Eines Morgens stehst du auf und der heutige Tag fühlt sich genauso an wie der gestrige. Hallöchen. Und die ist für dich. Vielen Dank. Und langsam merkst du, es ist Zeit für Veränderung, genauso wie meine Haare hier auf dem Kopf. Es geht ab, alles gut. Hey, bap, bap. Ich muss leider weiter. Es fing alles an diesem wunderschönen Morgen an, als ich zu meinem Kumpel Emre lief, um mir einen frischen Fade zu rasieren. Ich stehe so wie immer. Aber ich hätte niemals gedacht, dass ich an diesem Tag mein Leben für immer verändern wird. Yes, das ist Barry's Barbershop. Ich bin der King von Kuda. Ihr wisst Bescheid. Welcome to Barry's Barbershop. Was geht denn hier ab? Krass, ich hab deine Energie schon gespürt, bevor du durch die Tür gekommen bist, Alter. Bruder, ich hab dir doch erzählt, dass ich dicht mache. Ich hab dir gesagt, du sollst nicht rauchen, Mann. Bist du dicht wieder? Dicht machen, Mann! Ich hab dir doch schon tausendmal gesagt, dass ich den Laden zum 15. wieder abgeben muss. Ich zieh doch wieder zurück nach Gababaum. Für meinen veganen Bio-Sujukhof. Ein Bio-Sujukhof. Ja. Aber warte mal, was da mit meinen Haaren? Wer schneidet meine Haare? Ich vertraue doch nur dir, Mann! Kannst du nicht hierbleiben? Komm schon. Imohai hat schon den ganzen Kiez gekauft. Den Laden nebenan haben sie auch schon. Und in 2 Tagen schlucken die uns auch. Scheiß Dreckskapitalisten, Alter, ich sag's dir. Wenn ich das so mitnimmt, übernimm du den Laden. Aber ganz ehrlich, viel Glück. Weil bei mir hat's null funktioniert. Du hättest einfach nicht, ich zahl dir ein Taxi und dann noch einen Haarschnitt umsonst machen sollen, Bro. Oder das letzte Woche, was du gemacht hast. Ey, wenn du schon hier bist, soll ich dir was zum Essen auf meinen Nacken? Ach, Bro, Mann. Ey, gar kein Problem. Du kannst gerne deine ganze Familie von meinem Handy anrufen. Gar kein Problem, Bro. Ist jetzt auch egal, Alter. Barry, Bratucha, 15 Uhr. Cash, cash, cash. Bist du am Start? Ja, ich muss nur noch zum Friseur. Warst du nicht erst vor 3 Tagen? Ja, und? Digga, ich sag dir eine Sache. Du musst aufhören, diese Protein-Kreatin-Drinks zu trinken die ganze Zeit. Bei dir wächst der schneller als meine Rückenhaare. Okay, danke für das Bild. Gerne. Guck, ich habe mir einen Ballon gekauft. Geil, oder? Dabei mach schnell, bis gleich. Ciao. Leute, ich muss los. Ja, ja, lauf, wenn der Pimp dich ruft. Was? Hör mal zu, Dicker. Wenn du wirklich Interesse hast, den Laden zu übernehmen, sag mir schnell Bescheid. Ist günstiger, als du denkst. Und du als Influencer hast sowieso viel mehr Chancen. Aber ich kann doch gar keine Haare schneiden. Dann such dir jemanden, der das kann. Weißt du was? Was? Ich überleg's mir. Danke. Dankeschön. Hier, ne? Sind die immer anders hier unterwegs, ne? Ja. Oh, warte, warte! Was? Brauchst du nicht erstmal eine Referenz oder so? Okay, hast du eine Frisur im Kopf? Also, die Seiten ein bisschen auffrischen, so ein kleinen Fade. Oben fässt du die Haare nicht an, ansonsten siehst du aus wie ein Lego-Männchen. Du guckst mich schon die ganze Zeit an. Du kennst mich, ne? Ich bin Comedian. Das Gesicht sagt dir nichts? Nee, glaub nicht. Naja, ist eh besser, so ein wenig inkognito unterwegs zu sein. Warte, bitte sei vorsichtig. Wieso?
Ich hatte bis jetzt 2 Barbiere in meinem Leben, okay? Und die waren immer sehr vorsichtig. Und weil ich deine erste Frau bin, machst du dir wahrscheinlich Sorgen. Meine erste Barbierin, um das klarzustellen, okay? Ich hatte schon meine Freundin, Leute. Ja, ja, keine Sorge, ich werde dir nicht wehtun. Du bist gut. Ich glaube, ich sah noch nie besser aus, Mann. Ich muss eine Story machen. Yo, Leute, schaut euch mal diesen Fade an. Sag mal kurz Hallo für meine Leute. Wie soll ich dich markieren? Ich wollte dir einen Shoutout geben, es kann dir bestimmt nicht schaden. Ich bin ein bisschen oldschool und nur analog unterwegs. Aber hey, wenn es dir gefällt, komm einfach wieder. Das sieht gut aus, kannst du es mir abmachen. Hey, deine Mütze! Ich brauch die Mütze nicht mehr! Wenn du wirklich Interesse hast, den Laden zu übernehmen, dann such dir jemanden, der das kann. Wenn es dir gefällt, komm einfach wieder. Komm einfach wieder. Komm einfach wieder. Du! Ich hab eine Idee. Warte kurz. Mein Kumpel, Emre, der hat hier den, du weißt doch, der hat einen Hofladen, der wollte den dann erstmal, der hat den gestern, ich wollte nicht was, der hat einen Hofladen gegessen. Alles okay bei dir? Mein Kumpel Emre, der hat einen Friseurladen, direkt hier um die Ecke. Und der wird den abgeben und ich habe vielleicht Interesse, den zu übernehmen. Hast du vielleicht Lust mitzumachen? Das ist sehr lieb von dir. Barry! Was ist denn das, Alter? Alles gut lang. Hirn. Sehr lieb, dass du an mich gedacht hast. Aber ich bin schon beschäftigt, wie du siehst. Okay, falls du es dir anders überlegst, der Laden ist nicht weit weg hier. Hähnchen? Kannst du mir dann bitte noch einen Decaf Mokka Latte mit Hafermilch besorgen? Albein, das hat Ausblick auf Brandenburger Tor, so, weißt du? Barry, jo. Was geht, mein Friend? Gut? Ja, siehst du gut aus, Alter. So, Bizeps stimmt, ja. Sehr gut, dass du da bist. Wir sind komplett ausgebucht. Alle Premium Meet & Greet sind ausverkauft. So, wir müssen uns beeilen jetzt, ja? Schöne Uhr hast du da. Geil, oder? Ja. Das ist original, Bruder. Paraflex Anti-Shock System, Diamant-Baguetten, Crown Class Faltschließe, Alter. Das ist keine Uhr, das ist Istanbul an deiner Hand. Okay, Faltschließe. Ja, ja. 30 Premium Meet & Greets und du hast auch so eine Uhr. Okay. Danke. So, mach die Türen auf, lässt die Kinder rein, bitte. Wo ist meine Geldzählmaschine? Ja? Barry, mein Lieber, das war fantastisch. So, jetzt ein bisschen auffrischen und dann es geht weiter zum Shooting, ja? Was meinst du mit Shooting? Fotoshooting, Barry. Nur ein paar Bilder, es geht schnell, komm. Diese Maschine muss Geld zählen, ja? Wir müssen Geld verdienen. Komm, komm. Hast du gesehen, wie ich aussehe? Du siehst perfekt aus, glaub mir. Komm. Okay, Barry, setz dich hin. Bring ihm bitte das Mikrofon, ja? Aber schneller. Barry, und jetzt wir verkaufen, ja? So, ich bin bereit, Chef. Ja, so, es geht los. Hier, Barry, damit fängst du an. Ja, dir ist schon klar, dass ich sowas nicht benutze, ne? Scheiß drauf, Alter, aber jetzt benutzt du das. Dabei, konzentrier dich. Action!
Mit den neuen Jade-Roller wirst du als Mann auch schön knusprig glatt rasiert sein. Willst du auch so eine schöne Wade haben wie ich? Was, wie redest du? Bist du ein Roboter oder was, okay. Alter? So gib dir kein Geld. Dabei macht flüssig. Mit dem Promocode WADIM030 bekommst du 30% Rabatt. Hol dir den jetzt! Okay, genau. Schneider, mach das. Gib ihm nächsten Produkt, Alter. Dieser Barry, konzentrier dich. Wenn du Geld verdienen willst, du darfst nicht diese vor der Kamera machen, ja? Du kannst das gut, ja? Du kannst das gut. Action! Hey, Schatz. Willst du angezündet werden von mir? Ich bin dein Feuerzeug und du bist meine Kerze. Sehr gut, sehr gut. So will ich kaufen. Wer so will ich denn, die Kerze kauft eine Kerze von mir? Alle kaufen die Kerze. Wie viel denn noch? Noch ein bisschen. Okay, nächsten Produkt. Der ist so lecker und gibt mir Energie. Okay, nächster Produkt. Action! Mein Gesicht besteht zu 80% aus Augenringen und deswegen brauche ich die neuen Earpad Mask. So, nächster Produkt. Mit dem Promocode Barry030 bekommst du auch so zarte Haut wie ich. Okay, Raik, gib dir mir jemand Serviette. So, nächster Produkt. Du kannst das. So, mach das, konzentrier dich. Okay. Mit dem Rabattcode Barry030 bekommst du 20% Rabatt, vielleicht sogar 5% drauf. Und dann wirst du eine wilde Beere wie ich. Okay, gut. Ich schneide das doch schon zusammen. Okay, nächsten Produkt. Schatzlein, wo ist denn Mathilde? Sie ist nur kurz was essen gegangen. Aber was sie Ihnen schneidet, das kann ich Ihnen auch schneiden. Na, Sie sprechen ja gut Deutsch. Danke, mir ist nicht nach Experimenten. Hallo, Streusel. Hey, Autogrammstunde, ne? Ja, die Fans haben mich komplett auseinandergenommen. Zum Glück hast du davon 7 im Schrank. Yep. Was machst du? Wir haben doch nächste Woche diese Fundraising-Gala. Und Angelika hat mich gebeten, das Budget aufzustellen. Apropos Budgetstrüssel. Ja. Ich hab vorhin Emres Barbershop zu investieren. Ich wusste gar nicht, dass er an die Börse geht. Mann, jetzt lass mal kurz den Scheiß, bitte. Okay, wie wär's, wenn du erstmal für den Haarschnitt bezahlen würdest, hm? Also, Emre zieht nach Dortmund und macht irgendwie so eine Bio-Wo-Schule auf und ja, der Laden wird frei. Ja, das ist auch besser so. Der hat den Laden eh so geführt wie ein Charity-Verein. Ist doch ganz gut, dass er aufhört. Jetzt ernsthaft, ich will den Laden wirklich übernehmen. Du willst was? Mach kurz die Augen zu. Ich bin kein Fan von sowas. Please don't kill my vibe. Mach ganz kurz nur die Augen zu. Ganz kurz. Und stell dir mal jetzt vor, in Leuchtschrift, Barry's Barbershop. Stell dir vor, so in Leuchtschrift, Barry's Barbershop, Mann. Jetzt sag doch was. Das ist nicht dein Ernst, oder? Wieso denn? Schatz, du kannst doch nicht von einem Tag auf den anderen einfach so Friseur werden. Entrepreneur, nicht Friseur. Was? Entrepreneur, nicht Friseur, ist italienisch. Schatz, weißt du, wie viel Arbeit in so einem Business steckt? Das, was du verdienst in einer Autogrammstunde, das wirft doch so ein Barbershop noch nicht mal in 6 Monaten ab. Danke für den Support, Streusel. Hast du gerade ernsthaft mit dem Hund nach mir geschmissen?
Aber passt. Jetzt kommt die Stelle, wo ich mich hoch konzentrieren muss. Hast du mich gefunden? Gestalkt. Jo Leute, ich habe eine Barbierin gefunden, die fast genauso gut ist wie mein alter Barber Emre. Was sagt ihr zu meinem Haarschnitt? Ich gehe jetzt zurück zu meiner Info, soll Emre ein bisschen Nostalgie tanken. Ihr wisst ja, wo der Laden ist. Also doch nicht so analog unterwegs, ne? Der Laden hat eine gute Größe. Und die Lage ist auch gut. Wieso gibt dein Kumpel den auf? Der macht irgendwie so eine Bio-Baumschule auf. Irgendwie sowas in der Art. Und du? Bist auch Friseur? Nee. Ich bin Entrepreneur. Also, ich bring die Reichweite mit und du das Handwerk. Entrepreneur? Ja. 50-50 also? Ja, passt. Ja, passt schon. Und ab wann? Am besten so schnell wie möglich. Hey, Babe, lass uns doch noch mal über deine Pläne reden. Ich glaube, ich war gestern Abend ein bisschen zu hart zu dir und... Ach, Scheiße. Na, Piat, mach vorsichtiger. Yo, Vadim. Hast du das Geld von der Autogrammstunde? Oh, Barry, ich hab ganz vergessen, sorry. Ich kann's auch bei dir abholen kommen, gar kein Problem. Ey, Blatt, meine Nagel, kannst du nicht aufpassen, Alter? Sorry, Barry, ich komm selber zu dir, keine Sorge, ja? Hey, mach dir keine Sorgen, das mit den Nägeln, das hatte ich auch schon mal das Problem. Ja, also, mach's gut. Emre, ich werde den Laden übernehmen. Dein Ernst jetzt? Yes. Also im Sinne von ja, weil man muss dem Kunden immer klar und deutlich sagen, was man ausdrücken will. Nee, nicht kryptisch kommunizieren, Bruder. Das habe ich aus meinem Sujuk-Buch. Warte. Yes, ja, im Sinne von ja, ich übernehme den Laden. Bruder, mit großer Macht folgt große Verantwortung. Ich habe gerade keine Zeit für den Quatsch. Kannst du vielleicht sagen, wo du bist oder komm direkt zum Barbershop. Ich mach schon zu. Barry, was ist das für eine Bruchbude, Alter? Ich will in den Laden hier investieren. Investieren? In diese Scheune? Weißt du, was investieren heißt, Barry? Potenziellen Gewinn bekommen. Und das hier sieht nach potenziell viel Scheiße aus. Potenziell ist das Stichwort, Vadim. Vertrau mir. Naja. Mit was hast du das verdient? Nee, sag mal nur, mit was hast du das verdient? Ja, mit YouTube. Mit YouTube. Und was willst du damit verdienen? Na gut, wie sagt man schon auf Deutsch? Toi, toi. Nächstes Mal investier lieber in Krypto, ja? Danke fürs Tür aufmachen. Nicht besonders einladend hier. Der Lärm ist vom Laden nebenan. Die sind hoffentlich bald fertig. Aber jetzt fehlt nur noch Emre.
Bist du ready? Seid ihr bereit? Yes, Mann. Gleich da. Sorry, ich musste noch ganz schnell was einkaufen gehen. Sag mal, haben eigentlich schon alle Speaker zugesagt? Okay, dann lass dich einfach mit dir zählen. Was macht ihr hier? Es ist nicht das, wonach es aussieht. Dan Barry ist jetzt Unternehmer. Wer ist sie? Nee, die Frage ist, wer bist du? Ich liebe dich, ja. Hey, du hast jetzt nicht ernsthaft diesen Vertrag unterschrieben. Ist mies staubig hier, oder?